Schlaf- und Sehstörungen, Gelenkschmerzen, Störung der Feinmotorik. Die Liste der Parkinson-Symptome ist lang. Die Mehrheit der Betroffenen ist mindestens 60 Jahre alt. Klassische Behandlungsmethoden sind neben medikamentös zum Beispiel Physio- und Ergotherapie sowie Logopädie. Aber immer wieder werden vergleichsweise simple Behandlungsmethoden entdeckt, die sich leicht in den Alltag der Betroffenen integrieren lassen. Florian Schöck nimmt eine davon heute genauer unter die Lupe. Wir sind vor einer Turnhalle in Groß-Carolinenfeld. Hier trainiert Thomas Luther mit seiner Tischtennismannschaft. Er bekämpft Parkinson mit Tischtennis. Und genau darüber wollen wir uns mit ihm unterhalten und ihn fragen, wie das funktioniert. Und genau deswegen warten wir nicht lange, sondern gehen direkt in die Turnhalle. Thomas, ich darf dich begrüßen. Wir stehen jetzt endlich in der Halle hier. Schön, dass du dir heute Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ich möchte direkt darüber sprechen. Du hast vor ungefähr 5 Jahren die Diagnose bekommen von Parkinson, von dieser Krankheit. Hast davor schon Tischtennis gespielt, hast aber trotzdem trotz dieser Diagnose nicht aufgehört. Was hat dich dazu bewegt? Ja, ich habe ja bereits als Jugendlicher Tischtennis gespielt. Und am Ende meiner Dienstzeit hatte ich noch mehr Zeit, diesen Sport auszuüben. Und für mich ist Tischtennis mittlerweile ein Lebensinhalt geworden. Und seitdem ich Parkinson habe und weiß, welche Vorteile Tischtennis für Parkinson-Patienten mit sich bringt, bin ich umso aktiver dabei zu spielen. Es werden ja nachweislich durch das Tischtennisspielen die Motorik, die Koordination, die Kondition und der Gleichgewichtssinn gestärkt. Darüber berichtet ja auch der Ping-Pong Parkinson Deutschland e.V. Das ist der eingetragene Verein, der sich deutschlandweit eben für dieses Thema Parkinson mit Tischtennis bekämpfen einsetzt. Darüber können wir gleich nochmal genauer drauf eingehen. Ich möchte dich erstmal fragen, wo du diese Diagnose bekommen hast. Hilft es dir da vielleicht, dass du schon Tischtennis gespielt hast, um damit umzugehen, diese Krankheit zu akzeptieren? Ja, das kann man vielleicht schon sagen, dass mir das hilft. Aber durchaus sieht man hier an den Personen, die hier an Parkinson erkrankt sind, da sind durchaus Leute dabei, die noch nie vorher Tischtennis gespielt haben und jetzt eine riesengroße Freude daran gefunden haben und sich nach jedem Training bedanken, dass sie hier mit an der Platte stehen dürfen und auch ihre Symptome etwas gemildert werden durch das Tischtennisspielen. Hilft es dann auch, wenn hier aktiv darüber gesprochen wird, dass nach außen gespiegelt wird, hier spielen nur Menschen mit Parkinson zusammen, dass man dann sich untereinander auch austauscht, was einem hilft, wie es einem geht? Ja, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, der auch von Ping-Pong Parkinson Deutschland propagiert wird, dass wir eben nicht nur Tischtennis spielen, sondern auch die gesellschaftliche Komponente spielt bei uns auch eine große Rolle. Mit Tischtennis bekämpft der 65-Jährige seine Parkinson-Erkrankung. Aber nicht nur seine eigene. Im Mai 2023 gründet er den Ping-Pong-Parkinson-Stützpunkt beim TuS Groß-Carolinenfeld. Bei dem Verein war er bereits vor seiner Parkinson-Diagnose aktiv. Mittlerweile betreut er 15 an Parkinson erkrankte Spielerinnen und Spieler. 2 weitere stehen bereits auf der Warteliste. Beim Tischtennis schränkt ihn seine Erkrankung auf den ersten Blick nicht ein, was er auch bei einem Spiel mit unserem Reporter unter Beweis stellt. Thomas, jetzt haben wir eine Runde gespielt. Ich möchte darüber sprechen, wenn man hier rumschaut in der Halle, ist ja Wahnsinn, wie viele Menschen hier wirklich kommen und aktiv mitspielen, auch beim Parkinson-Team. Wie kommt es dazu, dass da so viele Leute vorbeischauen? Ja, weil die Leute einfach selbst am eigenen Leib verspüren, welch große Vorteile das Tischtennisspielen hat, wenn man an Parkinson erkrankt ist. Wie ich vorhin schon mal erwähnt habe, es werden einfach mehrere Komponenten angesprochen. Die Motorik, der Gleichgewichtssinn, die Koordination, die Kondition, all das wird durch das Tischtennisspielen gestärkt. Du darfst dich auch German Open Champion von 2023 nennen und auch bei den German Open von diesem Jahr habt ihr groß abgeräumt. Was macht es mit dir, diese Erfolge
nach Hause zu bringen, hier nach Groß-Carolinfeld. Ja, das macht natürlich Riesenspaß. Es macht Riesenspaß, an diesen großen Turnieren teilnehmen zu können. Wir bezeichnen uns regelmäßig als eine große Familie. Bei diesen Turnieren treffen sich ja 300, 350 Leute aus der ganzen Welt. Open German heißt ja, dass es ein internationales Turnier ist und die Weltmeisterschaften sowieso. Bisher habe ich an zwei Weltmeisterschaften teilgenommen und an zwei German Open Turnieren. Und bei den German Open 2023 in Düsseldorf konnte ich eben mit meiner Mixed-Partnerin den ersten Platz in der Mixed-Konkurrenz gewinnen, in der Hauptrunde. Und heuer war es der erste Platz in der Trostrunde. Bei diesen großen Wettbewerben, wirst du da auf die Krankheit angesprochen oder ist es da kein Thema, weil es viele betrifft bei diesen Events? Es ist ständig Thema. Wir tauschen uns aus über unsere Medikamente, wir tauschen uns aus über unsere Symptome und auch über unsere Ärzte und über unsere Behandlungen. Das ist ein sehr reger Austausch, was auch ein ganz wichtiger Punkt insgesamt bei diesen Turnieren ist. Ein reger Punkt, der vor allem hier in Groß-Carolinenfeld im Verein mit dieser Sparte vom Parkinson-Tischtennis groß gelebt wird. Was können jetzt vielleicht Menschen machen, die selber in einem Tischtennisverein sind, aber merken, oh, bei uns gibt es gar keine Sparte zum Parkinson. Aber wäre vielleicht ganz cool auch in unserem Verein. Was können diese Menschen zu Hause vor den Bildschirmen vielleicht als ersten Schritt machen? Ja, es wäre sehr wichtig, dass gerade hier im Raum Rosenheim weitere Stützpunkte von Ping-Pong Parkinson Deutschland gegründet werden. Ich, wie gesagt, betreue hier 15 an Parkinson erkrankte Personen. Wir sind an unserer Kapazitätsgrenze angelangt. Und andere Vereine, ich kann dich nur dazu animieren, auch einen Stützpunkt von Ping-Pong Parkinson Deutschland zu gründen und den Menschen, die an Parkinson erkrankt sind, die Möglichkeit zu geben, Tischtennis zu spielen. Um mit der Krankheit offen umzugehen, wofür Ping-Pong Parkinson Deutschland e.V. in der ganzen Republik steht, würdest du? Das ist die große Mission, das in die ganze nach Deutschland und vielleicht irgendwann auch darüber rauszutragen, oder? Natürlich, die Ping-Pong Parkinson Deutschland, das Pendant dazu gibt es ja im Prinzip in jedem anderen Land der Welt. Und so treffen wir uns ja auch bei den Weltmeisterschaften. Da kommen Leute aus Brasilien, aus Japan und aus ganz Europa sowieso. Die nächste Weltmeisterschaft findet in Laško in Slowenien statt im Oktober und da werde ich auch daran teilnehmen. In Einzel, im Doppel und in der Mixed-Konkurrenz. Und dabei wünschen wir dir, Thomas Luther, viel Erfolg heute. Danke für die Zeit und alles Gute. Vielen Dank. Dankeschön. Danke.